Hallihallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. So, die Brötchen haben wir eingepackt. Hier haben wir noch ein bisschen Eisen, jetzt bereits wieder liegen. Der ist auch so gut wie wieder fertig. Da können wir hier auch noch ein paar warten. So, den gleich auch wieder aufgehoben. Die können da rein, die können da rein. Ist ja auch schon ziemlich kaputt. Na, gucken wir mal, was wir damit machen. Auf jeden Fall stellen wir jetzt mal noch schnell ein, zwei Grabsteine her. Machen wir mal noch zwei. Und noch ein. Gut. Schnell ein bisschen was hier reinziehen zu essen. Und wir haben genug Energie haben. So, können wir hier noch eben schnell hölzerne Umrandung. So, komm, einstellen noch mehr. Gut. Eisenmeißel. Da ist ja auch gut von Holzstöckchen. Die Beschreibung habe ich auch noch nicht gelesen. Perfekt, um Leute zu piken und Feuer anzünden. Okay. So, hier mal drumherum. Mal gucken, was wir hier jetzt noch so schaffen. So. Ja, hier erstmal. Du bekommst erstmal einen Grabstein, dann hast du nämlich schon quasi 0. Plopp, dann sind wir schon mal bei 1. Können wir hier noch was machen? Nein, da haben wir sowieso im Prinzip schon zu viel gemacht. Können wir hier noch was machen? Nein, da haben wir viel zu viel schon gemacht. Können wir eigentlich auch. Können wir gar nicht entfernen. Na gut. Da hätten wir hier. Könnten wir den entfernen, dann einen neuen einsetzen. Packen wir einen neuen da rein. Nicht genug Energie. So, dann hat der auch. Dann sind wir bei 3. Hier könnten wir auch noch was machen. Den entfernen wir. Setzen wir mal noch 9 ein. Tada, dann kommen wir auf 5. Das zu entfernen ist eigentlich auch zu schade, ne? Können wir hier noch was machen? Da haben wir bereits 0. Können wir hier noch was machen? Na, da könnten wir noch was machen. Das setze ich mal rein. Mal gucken, kann man da irgendwas. Ach, ich wollte auch gar nicht die Kiste, ich wollte ins Inventar zerstören. Na egal, da ist mal rein. Okay, wir haben 5. Also normal, wenn er morgen kommt, müsste das ja eigentlich reichen, ne? Ich würde sagen, wir legen uns jetzt mal pennen. Nehmen hier noch eben schnell die Pilze mit. Das war die Blume, egal, den nehmen wir die auch mal mit. Da, hier ist noch ein Pilz. Zack, das nehmen wir da rein. Die da rein, die kommen wir nach innen. Pilze, 4. Bisschen Energie haben wir noch. Guck, können wir hier noch einmal Wasser holen?
reicht tatsächlich noch. Nutzen. Plupp. So, haben wir noch ein bisschen Wasser wieder mit drin. So, und schlafen legen. So, mal gucken, was der Bischof jetzt gleich zu uns sagt, war. Ich fühle mich so erfrischend. Boah, was mir gerade einfällt, ich könnte doch hier... Irgendwie war mir, dass ich jetzt eigentlich Kuchen backen könnte, oder? Was fehlte mir da jetzt noch für? Gebäckteig. Und Gebäckteig müsste ich doch eigentlich herstellen können, oder? Ne, ich habe kein Ei. Ach, naja. So, eben gucken, ob jetzt hier der Bischof da ist. Tatsache, er ist da. Ich habe den Friedhof repariert. Ich hatte wirklich den richtigen Eindruck von dir. Hiermit ernenne ich dich offiziell zum Wärter dieses heiligen Ortes und Prior dieser Kirche. Bereiten wir uns auf deine erste Predigt vor. Haha, was für eine Ehre. Also du stellst dich einfach an die Kanzel und sprichst die Worte. Welche Worte? Die Worte, haha. Eigentlich kannst du erzählen, was du willst. Weißt du, hier ist es gar nicht so übel. Hängt ein paar Dekorationen auf, ein paar nette Kerzen, Musik, Weihrauch, Öl, dich eine für eine schöne Massage. Kurz gesagt, der ganze Kram hilft dir dabei, mehr Glauben zu bekommen und Glaube es macht. Du hast eine neue Technologie freigeschaltet. Herstellen, ehrliches Gebet. Eine Reihe berührender Worte. Deine Gemeinde wird mehr, ja, wahrscheinlich Glaube produzieren. Perk Prediger. Episkop hat dir gesagt, dass du jetzt eine Messe gestalten kannst. Also los. E. Predigt wählen. Pflichtiges Gebet. Okay. Ja. Möge die Macht mit euch sein. Haha, nicht übel, nicht übel. Aber meine Predigten sind viel besser. Du solltest dich wirklich besser auf deine nächste Zeremonie vorbereiten. Ich glaube, der letzte Prior hatte irgendwo Bücher mit den richtigen Worten in der Kirchenbibliothek. Du findest da bestimmt allerlei komisches Zeug. Er hielt sie nämlich für einen Wissenschaftler. Haha, das kannst du alles wegwerfen. Du hast eine neue Technologie freigeschaltet. Blaupause, Arbeitstisch, sammeln alte Bücher, Perk, Wissbegieriger. Du gräbst tiefer, findest das Wesen der Dinge. Ein Gegenstand zu studieren verrät dir vielleicht eine Geschichte. Okay. Ich erzähle den Leuten von deiner nächsten Zeremonie. Vielleicht taucht ja jemand, nächste Woche sogar jemand auf. Übrigens ist es als Prior jetzt deine Pflicht, jeden, ja, diesen Mond, eine Zeremonie durchzuführen. Ich kann dir ein paar nützliche Accessoires verkaufen. Haha. Oh, und ich habe eine kleine Aufgabe für dich. Rede einfach mit mir, wenn du bereit bist. Haha, ich muss jetzt los. Die Luft hier ist so trocken, das ist nicht gut für meine Haut. Ey, warte nochmal. Nicht jetzt, mein Sohn. Hier ist nix. Bauen. Na toll, viel kann man nicht machen hier. Gebet des nächsten Dings wieder, okay.
oder geht's gar nicht runter? Aber jetzt komme ich hier rein, das ist viel wichtiger. Alchemie. Arbeitstisch, okay. Chaoslösung. Beschleunigungspulver. Rezeptschnelligkeitstrank. Cool, kann ich die lernen oder so? Blut. Du hast eine neue Technologie freigeschaltet. Herstellen Schnelligkeitstrank. Erhöht deine Geschwindigkeit. Nice, nice. Ah, guck mal, da unten ist mein Kelly. Der komische Kopf. Gleich hier weghacken, die komische Schrank hier. Also müsste ich hier aufräumen und ich müsste da aufräumen, um da durchzukommen. Okay. Warte mal, weg damit hier. Notizen, ruiniertes Buch. Okay, da können wir gleich mal gucken. Kann ich damit machen. Kann auf dem Arbeitstisch für 4 zerlegt werden. Du kannst hier etwas Papier rausgewinnen. Flüchtiges Gebet, ach so, das wissen wir. Glaube, nenne es Glaube, Inspiration, Selbstvertrauen. Das ist jedenfalls so mächtig wie Geld. Mhm. Aha. Guck mal, was kann ich damit machen? Ja, dann mach ich das mal hier zerlegen. Irgendwie untersuchen. Was bringt mir das da? Blut. Mal untersuchen. Erfolgreich studiert. Blut. Okay. Was bringt mir das jetzt hier? Geschichte. Aha. Auf jeden Fall habe ich jetzt blaue Punkte bekommen. Das ist, glaube ich, mit das Wichtigste. Ah, dafür brauchen wir auch die kegelförmigen Gefäße. Aber ich habe hier doch einen Arbeitstisch, oder? Arbeitstisch, ja. Da brauche ich ja nicht noch einen, ne? Kann ich jetzt irgendwie Technologien? Habe ich jetzt was Neues bekommen? Glas? Ja gut, das hatte ich vorher schon. Theologie, Trost des Glaubens. Blaupause Kirchenbank, Blaupause Kerzenständer. Hier steht ein Flugblatt. Gebet nach Reichtum. Für diejenigen, die mit ehrlichem Handwerk ihren Lebensunterhalt verdienen, gibt dir kommerziellen Segen, der einen Verkäufer verbessern kann. Predigt einer plus 25, glaube. Mhm. Okay. Ah, jetzt kann ich hier Leichen verbringen. Und ich kann steinerne Grabsteine erlernen. Okay. Schreiben, Blaupause Tisch. Herstellen Notizen, herstellen Kapitel, herstellen Schwein. Herstellen leeres Papier. Okay.
Ah, und hier kann ich da auch die komischen Motten. Sehr schön. Ich würde sagen, auf jeden Fall hier machen wir Papier erstellen. Das machen wir auf jeden Fall. Und hier Schreibutensilien. Dann können wir nicht das mal herstellen, so bin ich demnächst für den komischen Heinzel da vorbereitet. Da machen wir hier auf jeden Fall irgendwie mal. Ja, gucken wir mal. Kann ich das jetzt hier unten bauen oder so? Tatsache. Ja gut, das geht ja alles, ne? Komplexe Eisenstücke, Nägel und einfache Eisenstücke. Das kriegt man irgendwie hin. Das kann ich jetzt. Von Leiter der königlichen Schatzkammer. Wir sind froh, dir zur Wiedereröffnung der Kirche und des Friedhofs gratulieren zu können. Wir können dir außerdem mitteilen, dass du durch die Verwendung dieser Ländereien zum Subjekt königlicher Legislatur geworden bist. Alle Strukturen auf den Ländereien verbleiben im Besitz der Kirche. Alle Ländereien und Gebäude, die nicht tiefer als einen königlichen Sprung und vier königliche Spuckweiten betragen, gehören laut der uralten Abmachung der königlichen Familie und der Staat. Durch diesen Briefkasten hast du nun Zugriff auf die Dienstleistung der königlichen Schatzkammern. Deine Steuern kannst du ebenfalls auf dem Postweg bezahlen. Schönen Tag noch und immer dran denken, König Joey der Siebte liebt dich. Exhumierungserlaubnis kann ich jetzt beantragen. Achso, mit meinem Vieh so ein paar Leichen loswerden kann mal, wa? Naja. Siehst du, haben wir schon wieder ein bisschen was geschafft hier. Pflanze einen Apfelbaum. Apfelbaumsetzling. Okay. Hier noch eben einmal hier. Da stehen wir noch ein paar von näher. Ich weiß nicht genau, wie viele wir jetzt gleich brauchen dafür. Eben einmal eine Runde schlafen gehen. Ich fühle mich so erfrischt. Das ist ja schön. So, einmal hier nach unten. Starte, wer du. So, was brauche ich da noch? Dafür brauche ich sogar noch mehr Nägel. Noch mehr Nägel, komplexe Metallstücke und mehr Balken. Die komplexen Metallstücke, die kann ich doch gar nicht bauen, oder? Doch, aber dafür brauche ich einen Amboss. Kommen wir ja gar nicht durch. Da war ja unser altes Problemchen, ne? Mit dem hier durchlaufen. So, hier noch.
Also, wir brauchen erstmal noch ein paar Nägel. Achso. Halt. Ein paar Nägel. Okay, die hätten wir. Dann brauchen wir hier noch ein paar Balken. Nehmen wir gleich noch einmal Balken. Nicht genug Ressourcen. Ach so, nur jetzt für Holz holen. Na gut. Dann eben einmal gucken. Amboss. Was brauche ich für einen Amboss? Da brauche ich auch schon wieder drei. Brauchen das hier alles so viel Platz? So, kommt da ein Amboss hin. Ah, okay, dann könnte ich jetzt allerdings. Stelle ich die ihm her. Zack, und stelle die noch im her. Könnte ich jetzt natürlich den normalen da unten wegmachen, ne? Entfernen ihn hier. Dann ist der weg. So, siehst du, haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. Axt, Schaufel. Ah, hier kann ich da auch die Sachen herstellen. Gut. Habe ich jetzt in alle Sachen mit, die ich brauche? Ich hoffe es einfach mal. Wir gucken mal. Wir schauen mal nach, was wir da jetzt herstellen können. Ach genau, jetzt in dem Moment kommt eine Leiche. So, eh, bauen. Kirchenarbeitstisch. Bauen wir den dahin. Tinte, kegelförmiges Glas, Wasser, schwarze Farbe, leeres Papier, Schweinslederhaut. Siehst du, und dafür braucht man nicht die Haut, um Schweinslederhaut hier zu stellen. Hanfseil. Und da ist ein erstes Problem. Hanf haben wir zum Glück schon bisher gepflanzt. Tinte, aber woher kriege ich denn zum Beispiel schwarze Farbe? Alchemitisch. Okay, fertig ein Alchemietisch. Keinen alchemietischen Baum? Nö, keiner nicht. Na gut. Gucken wir mal weiter. Wir haben jetzt gerade eine Leiche bekommen. Da wollen wir jetzt noch schnell hin. Na. Du scheinst ja ganz gut hier klar zu kommen. Ja, ich habe gerade die Kirche eröffnet. Also gehört dir hier jetzt alles? Ja, ich glaube, ich gratuliere. Du hast echt Glück, dieses ganze Kapital zu bekommen, dein eigener Boss zu sein. Du bist jetzt ein Kapitalist. In dieser Welt bekommt ein hart arbeitender Esel wie ich einfach keinen Huf auf dem Boden. Selbst du profitierst jetzt von meiner billigen Arbeit. Ich kann dich nicht mehr als Genossen bezeichnen. Das kann ich nicht tolerieren. Hier hast du ein Geschenk von mir. Was?
Was ist das? Du bist jetzt ein Geistlicher? Sieht so aus. Ich kann mich an nichts nach dem Tod erinnern. Vielleicht ist dort gar nichts. Oder ich hab's wieder vergessen. Weißt du, ich hatte diese nützliche Angewohnheit. Ja, wieso bin ich noch einmal so schnell? Ja, das Fleisch entfernen wir. Und das, die Haut, die entfernen wir auch schon mal. Hauptsache, das reicht noch. Ja, reicht noch. So, die Leiche bleibt jetzt mal liegen. Oh, ich habe auch wahrscheinlich doch, ich habe noch was zu essen, okay. Karottensamen, 12 Stück. Hey, auch nicht schlecht. Der hat ja mir tatsächlich Karottensamen geschissen, Esel oder was? Na gut, dann pflanzen wir die hier auch an, wa? So. So, und schlafen legen. So, Energie hier wieder aufladen. Ich fühle mich so erfrischt. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, wir sind hiermit am Ende einer Folge aufgekommen. Gekommen und beziehungsweise auch erstmal ans Ende einer Aufnahmesession. Wir haben es jetzt geschafft, die Kirche ist jetzt unser, wir können Predigten halten. Als nächstes Ziel würde ich sagen, besuchen wir jetzt erstmal den Händler, geben denen seine gewünschten Waren und dann gucken wir weiter, was als nächstes so ansteht. Bis dahin erstmal, ciao ciao!